Zu den Waffen! Angriff! Der Drache muss sie gefressen haben. Und wir haben ihn so erschreckt, dass sie ihm hinten wieder rauskommen. Jetzt ist unsere Drachenbeschwörung im Eimer. Diesen bösen Geist werden wir niemals loswerden. Hast du gerade böser Geist gesagt? Ich bin Ming, das Oberhaupt des Dorfes und der ehrenwerte Beschützer des Tempels. Wer seid ihr? Und was sucht ihr hier? Ich bin Halvar, der Oberwikinger. Wir erobern die Welt und suchen nach Abenteuern. Ihr seht mir aber nicht gerade wie Welteroberer aus. Besser als den Drachen durch den Po verlassen. Das war nur eine ehrwürdige Verkleidung, um den bösen Geist aus den Bergen zu verjagen. Eine Verkleidung? Dann war das gar kein richtiger Drache. Dann gibt es auch kein wertvolles Drachenhaar. Wikinger, zurück zum Boot. Nicht so schnell. Ihr könnt uns nicht angreifen und dann einfach verschwinden. Wikinger verschwinden nicht. Wir sind nämlich Krieger. Oh nein, da war ein Monster. Das ist der böse Geist des Berges, der unser Dorf bedroht. Er lässt uns nicht zu unserem Tempel. So können wir nicht die Reichtümer, die darin sind, schützen und pflegen. Vielleicht können wir ja irgendwie euren Tempel beschützen und eure Reichtümer. Wir wollten gerade mehr Platz für die Reichtümer des Dorfes schaffen. Aber dann tauchte plötzlich der böse Geist auf. Es gibt keine bösen Geister. Und ob es sie gibt, Ki. Und wenn du dich ernsthaft der Drachenbeschwörung widmen würdest, so wie es unsere Vorfahren schon immer gemacht haben, dann hätten sie uns nicht dieses Unglück geschickt. Ming, eure Vasen sind herrlich, wundervoll. Das sind Kunstwerke. Ja, erlesene Vasen für erlesene Blumengestecke. Angriff! Ki? Was machst du denn hier? Das ist viel zu gefährlich. Was ist das? Das ist ein Stück vom Tempelbaugerüst. Da vorne liegt noch mehr davon. Papst, Ki hat etwas gefunden. Das solltest du dir ansehen. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen.